Fink dementiert VfB-Interesse. Thorsten Fink hat Spekulationen um ein mögliches Interesse des VfB Stuttgart zurückgewiesen. Nach Sport1-Informationen hat der ehemalige HSV-Coach mit den Schwaben noch keinen Kontakt gehabt. Die Bild hatte zuvor berichtet, Fink stehe als Nachfolger von Thomas Schneider bereits in den Startlöchern. Robben pausiert. Bayern-Star Arjen Robben verzichtet beim Testspiel gegen Frankreich freiwillig auf einen Einsatz für die holländische Nationalmannschaft. Er habe in der zweiten Halbzeit gegen Schalke einen Schlag auf den Oberschenkel bekommen, sagte der 30-Jährige gegenüber holländischen Medien. Es sei besser, wenn er in dieser Woche kein Risiko eingehe, so Robben. Van der Vaart bereut Rückkehr. Raphael van der Vaart hält seinen Wechsel zum HSV inzwischen offenbar für einen Fehler. Jeder habe das Recht zu sagen, dass es die falsche Wahl war, zurückzukehren, sagte der 31-Jährige einer holländischen Tageszeitung. Der Hamburger Kapitän übernahm jedoch auch Verantwortung für die aktuelle Krise beim HSV. Man spiele derzeit dramatisch schlecht, dem könne auch er sich nicht entziehen, so van der Vaart. Podolski bei Inter im Gespräch. Nationalspieler Lukas Podolski steht offenbar auf dem Wunschzettel bei Inter Mailand. Die Italiener hätten bereits beim FC Arsenal wegen des 28-Jährigen angefragt, berichtet die Gazzetta dello Sport. Podolski steht bei den Gunners noch bis 2016 unter Vertrag. Bundesliga aktuell. Von Montag bis Freitag. Immer 18:30 Uhr. Auf Sport 1.